Welcome to Offenbach 069 Ledermuseum Rhein-Main. Let's go. Das erste Spektakel in Offenbach am Main finden wir direkt hier, das Deutsche Ledermuseum. Offenbach am Main ist so wie zum Beispiel Mülheim an der Ruhr, im Ruhrgebiet und in Nordrhein-Westfalen, ein bedeutendes Zentrum der deutschen Lederindustrie. Allerdings ist Offenbach am Main das Zentrum der deutschen Lederindustrie. Und das liegt daran, dass hier Gewerbefreiheit herrschte im Raum Offenbach, Hanau. Die Hugenotten haben sich hier angesiedelt, Glaubensflüchtlinge protestantischer Konfession, und haben hier das Lederhandwerk gepusht. Und ja, das ist Offenbach am Main, die kleinste Großstadt Deutschlands flächenmäßig mit etwas mehr als 30.000 Quadratkilometern. Und ja, heutzutage hier in Rhein-Main geht etwas unter neben Frankfurt, aber trotzdem mit 150.000 Einwohnern Beachtliches zu bieten. Übrigens, ich habe Offenbach versehentlich gerade so 20 Grad zu viel gegeben. Es sind nur 134.000 Einwohner, 135.000 um den Dreh. Ist dennoch Großstadt natürlich mit Status. Und das hier ist die Innenstadt. Ich bin hier beim Allesplatz, der Alitsche-Platz, Allesplatz. Das hier ist so der heutige Marktplatz in Offenbach am Main. Eine bedeutende Industriestadt. Kleinindustriell, zumindest Lederindustrie, Tabakindustrie. Hier Offenbach Original, die im Zweiten Weltkrieg stark zerstört wurde, weshalb wir sehr viel Funktionalismus hier haben. Was haben wir da für einen 70 Meter hohen Koloss? Das ist das Offenbacher Rathaus. Wow, das Rathaus ist wirklich eines der Ikonen der Sichtbetonarchitektur. Und ich habe selten so große Rathäuser gesehen. Da fallen mir jetzt nur so Essen noch ein, Kaiserslautern oder auch Lünen. Ja, spannend. Spannend hier die Stadt Offenbach am Main, die übrigens die Stadt ist mit dem höchsten Anteil an Personen mit anderer Staatsbürgerschaft. Ja, ihr habt richtig gehört. Die meisten Ausländer leben in Offenbach, nämlich um die 30-32% Ausländer, was in Summe mit den Migranten ergibt folgendes Resultat: um die 63-64% Migranten. Ich sagte ja bereits zu Beginn, dass die Hugenotten hier anwesend sind. Hier ist ein Überbleibsel. Die französische reformierte Kirche in Offenbach. Kirche, Sakralbau für die Hugenotten. Glaubensflüchtlinge, die sich hier angesiedelt haben, weil hier einfach die konfessionelle Freiheit herrschte. Zumindest unter den Isenburgern. Offenbach am Main, Marktplatz. Das ist hier der zentrale Umstiegsplatz. Bedeutender als der Hauptbahnhof übrigens in Offenbach. Ein neobarocker Tempel, kann man sagen. Die Marienkirche. Sie liegt hier, ist neobarock und wurde die Innenausstattung kaum zerstört während des Zweiten Weltkriegs. Das ist bemerkenswert. Und da hinten geht es in Richtung Mainpark und Mainufer. Ich bin gespannt, was auf mich wartet. Musiktourismus auch noch hier. Das ist der Mainpark. Hier kommen einige Koryphäen des deutschen Sprechgesangs her. Natürlich Haftbefehl, Capo, Sufjan, Rita Rowena, Mufasa 069, nur um ein paar zu nennen. Die haben eine ganze Kultur geprägt des deutschen Sprechgesangs. Das kommt alles hier aus dem Mainpark. Mainpark direkt am Mainufer, Hermann-Steinhäuser-Straße. Das ist deutsches Kulturgut. Übrigens auch, ja. Der Main, hier die Grenze zwischen Frankfurt und Offenbach. Auf der anderen Seite haben wir Frankfurt am Main, FFM. Die Stadt, die große Stadt, hier der Mainpark. Wow. Das Schloss Isenburg. Ich bin richtig gespannt. Es gilt als der bedeutendste Renaissancebau nördlich der Alpen. Die Isenburger haben hier hoffentlich was Schönes hingestellt im 16. Jahrhundert. Ich bin gespannt. Sie haben auf jeden Fall die Glaubensfreiheit erlassen und da, ja, die Keimzelle für die deutsche Lederindustrie hier maßgeblich mitbestimmt. Ich bin absolut hyped und schaue mir das Ganze jetzt an. Sollte mal die Ampel hier rot-grün werden. Herrliche Farbe, rot ist das Schloss. Wow, das Isenburger Schloss ist wirklich ein Masterpiece. Guckt euch mal diese ganzen Balustraden an, die Arkaden, die rote Farbe. Die Isenburger haben hier was fabriziert. Das Meisterwerk der Renaissance nördlich der Alpen steht hier in Offenbach, in einer Stadt, die sonst so wenig zu bieten hat, architektonisch, das so stark zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg, aber das steht. Und das größte Highlight haben wir hier ebenfalls noch, des Historismus, der Büssing Palais. Für die Fabrikantenfamilie Bernhard errichtet, heute
neobarock ausgestattet, Anfang des 20. Jahrhunderts. Wow, was ein Spektakel. Hier beim Büssing Park haben wir noch diesen kleinen Tempel, Balkon, herrlich. Nicht weit entfernt ist auch der Lilly Park und Lilly Tempel, wo übrigens Goethes Verlobte und beste Freundin seine große Liebe gewohnt hat, Elisabeth, Lilly genannt. Und das ist hier wirklich nur so 100 Meter entfernt vom Büssing Palast, Büssing Park. Offenbach am Main, die Stadt mit den meisten Ausländern, hat doch einiges zu bieten. Die Stadt mit den meisten Migranten, die Lederstadt in Deutschland. Wow, ich bin gespannt. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen in die City. Man sieht auch die Hochhaus-Szenerie. Man versucht hier ein bisschen Frankfurt schon zu adaptieren. Naja, ganz wie Frankfurt ist es nicht, aber auch ein Spektakel. Diese 130.000 Einwohnerstadt hat mich schon überzeugt. Ich bin sehr froh, dass ich hier lang gehen darf und das genießen kann. Jetzt gehe ich Richtung Marktplatz. Der Bahnhof, der Hauptbahnhof, der ist etwas dezentraler und nicht so bedeutend tatsächlich. Wenn man sich trifft, wenn man irgendwo hinfährt, dann geht man nicht zum HBF, man geht hier einfach zum Marktplatz, steigen die S-Bahn, hier geht's Richtung Hanau, es geht Richtung Offenbach. Ost, Offenbach-Ledermuseum, okay, psi. Aber es geht Rüdermark, Oberroden, Frankfurt, Wiesbaden. Das sind so die zentralen Umstiegspunkte. Hauptbahnhof mehr so relevant, wenn du Richtung Aschaffenburg oder so willst. Ansonsten sehr cool. Hier ist es. Runter geht's. Das ist auch übrigens so ein Ding. In Offenbach, hier fahren die S-Bahn alle unterirdisch. Das ist quasi wie eine Stadtbahn oder eine U-Bahn. Wirklich ein sehr cooles Gimmick. Haben wir auch in Frankfurt so. Das war Offenbach 069. Ich danke fürs Zuschauen. Ciao.